Urmutter. So. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Gut, die Audiobugs, die das Spiel hatte, habt ihr auch. Also sind jetzt auch in der Aufnahme drin. Ich weiß nicht, was da los war. Ob das generell ist, wenn viel los ist oder woran es liegt, weiß ich nicht. Es ist halt die PC-Version, die ist alles. Ihr seid ein bisschen buggy-muggy. Sie beginnen mit der Segen, wenn alle Aspiranten da sind. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Rost zu Ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Vielleicht sind die Kata gekommen, um sich zu entschuldigen. Fast Olin. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Einiges fragen. Vielleicht sind Rede die Kata gekommen, um sich zu entschuldigen. Optional. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Wo ist er? Natürlich wird Bast gewinnen. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Ah, du weißt ihn von Erend. Er ist ein cooler Typ. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein. Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osaram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle, aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch Stüppern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur dich. Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Das kriegen wir schon hin. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Das werden wir noch später früh genug erfahren, Mädchen. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest... Ich glaube dir. Heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Was ist ein Großmann? Ja. Er hält nicht eine Minute gegen Valar stand. Nicht... Das stimmt. Bas ist ein Großmaul. Der Teil ist klasse. Die haben Spaß. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus?
Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Jarish, wart's mal ab, du Penner. Hier kacken wir dir ein Nest. Arschloch. Sieh an, Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Wie scheiße, wie aus seinem Mund rauskommt, muss die ganze Hütte stinken. Was ist los, Ausgestoßen? Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Tja, und du siehst das aus wie ein Schwein. Was habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du musst immer andere klein machen, um dich selbst groß zu fühlen. Klappt aber nicht. Ha, ich habe ewig trainiert. Du wirst morgen sehen, wie stark ich bin. Oh, es hat gereicht. Du bist zwar gewachsen, naja, aber du bist noch immer ein armseliger Wurm. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Du wiederholst dich, du Lappen. Ich weiß noch, wie die anderen Kinder sahen, was für ein Monster du warst. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Ja, geh mal ins Bett, kleines Bubi. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Ja. Wirst du endlich den Mund halten? Ich werde überrascht sein, indem du mir die Füße leckst. Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Ja, eine gute Konkurrenz. Sie ist nett. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus. Sie will nicht, dass wir gewinnen, aber sie will, dass wir es schaffen. Das ist doch, das ist eine gute, gesunde Konkurrenz. Sie war da super. Bass ist ein kleiner Arsch. Aber ich denke, der hat das Herz auch im rechten Fleck, wenn man mal ein bisschen die Leviten liest. Dem müssen wir nur mal zeigen. Ah, lass den Bubi mal ein bisschen prahlen. So wird er immer eine Jungfrau bleiben. Wenn er bei den Mädels ja noch dicke Hose macht, die ihn nicht mögen. Der Arsch. Der wird uns wahrscheinlich nochmal versuchen, die Suppe zu spucken. Krieger! Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Dir ein Speer ins Gehirn rammen, du Penner. Fähigkeitspunkte, 2 Stück. Schwerlastträger, Ausbeuter. Warte mal, der frisst 2 happig. Kostet 2, ja. Komm, passt schon.
leid, dass ich dir den Spaß verderbe. Drecksack. Die Trophäe ist hin ausgestoßen. Fick dich. So. Das kriegen wir hin. Diese Sausäcke, das war gemein. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Ist die letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Das kriegen wir hin. Besser letzte sein, als zu sterben. Komm, drauf geschissen, das kriegen wir hin. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre. Sie bringt sich noch um. Es wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Das ist nur noch vorwärts. Wer führt? Ich sehe nicht. Und Vala ist direkt. Jetzt mach schon. Schneller. Nicht nachlassen. Ich muss weitermachen. Die Ausgestoßene. Im alten Pfad. Ist sie irre? Jupp. Ist doch scheißegal, wenn ich sterbe. Es interessiert dich doch eh nicht. Also entweder... Die Ausgestoßene holt auf. Wie ist sie da raufgekommen? Dickster Weg zur Arbeit. Das machen wir. Jetzt mach schon. Beeilung. Weiter so. Alter Aloy. Du hast echt eine Arschbacke offen, ne? Beeil mich zwar schon, aber komm schon. Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ja. Sie hatten einen Stab, aber ich hatte die Wildnis. Präzision. Nicht genug. Los, sei perfekt. Ja, ich bin doch schon... Ich gebe mir doch Mühe, Mädchen. Meine Güte. Das ist ja grausam mit der... Los, jetzt komm, jetzt, du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast's geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Was zum... Wow, Pfeilhagel, nein! Vala! Nein, nee, Vala lebt noch. Fuck! Gerade jetzt, wo es so schön war. Nein! Hallo! Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Gut. Dann mal los. Jetzt! Ich bin jetzt keine Ausstoßlose mehr in Krieger. Da kannst. Es sind zu viele. Sie haben
haben keine Chance. Habe ich auch Zeit? Wir schaffen das nicht. Oh, Mutter, hilf uns. Vernichtet die Eindringlinge! Erledigt sie! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Das kriegen wir hin! Lauf rüber zum Seil! Fuck! Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden! Bleib zusammen! Sie steht direkt vor mir! Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Boah. Ich bin jetzt mal ein bisschen stiller. Ich muss mich ja konzentrieren. Oh, du Ratte. Ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast, den Pfeil auszuweichen, aber... Jetzt heul mal nicht rum, ich bin noch dabei. Ich weiß nicht, wie der mich jetzt die ganze Zeit kriegt, aber... Der kommt jetzt runter. Nein, Vala! Jetzt, runter, solange es noch geht. Dieser Lümmel. Komm zurück! Siehste, so schlimm ist der Bast nicht. Nein, Bala! Oh nein! Bast in Deckung! Boah, fuck! Also im Bast tut's mir jetzt nur. Vielleicht. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sollen. Das Flammenhaar ausschalten. Na, kommt mal her, Lümmel. Jetzt Ruhe mit Ruhm Karton. Hallo, ich würde gerne... Ja, wollte schon sagen. Die 99 Metallscherben. Lass ich mir nicht nehmen. Dieser Halunke! Ja, es tut mir halt wirklich leid um Bast und Vala. Also, Bast hat sich am Ende doch gut benommen. Muss man lassen, auch wenn er ein Arschloch war. Aber Vala tut es mir wirklich leid. Hinter dir, Aloy! Nein!
Gesicht zur Sonne, Kind. Rost! Hat er den Pfeil abgefangen? Ich hätte die andere Spitze genommen. Nein! Komm schon, Ross, du schaffst das! Nein! Ross! Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Euch kriege ich noch, ihr Ficker. Tja, hat die Kehle knapp verfallen, verpasst. Du lebst noch, Rost. Noch. Aloy. Überlebe. Tja, das war's mit Rost. Wo bringt man uns jetzt hin? Soundbug oder soll sich das so anfühlen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Was? Aloy. Es tut mir leid. Kehr dein Gesicht zur Sonne. Keine Narbe am Hals davon getragen. Das wäre ein schönes kleines Detail gewesen, wenn da noch so eine kleine Narbe gewesen wäre. Die dann zum Beispiel auch in Forbidden West gewesen wäre. Ich muss hier irgendwie raus. Ich brauche den Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Meine Sachen, gut. Also schlechte Figur hat die Aloy an sich jetzt nicht, ne? Wenn man es mal ganz ehrlich sagt. Wenn sie nicht so viel Fell anhat. Das kommt im Gameplay so gar nicht rüber, weil sie ständig überall Taschen und so hängen hat. Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber ich finde, das hat die Aloy überhaupt nicht nötig. Nur Stammmütter dürfen ihn betreten. So, ich habe zumindest meinen Fokus wieder. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles?
Warte mal. Komme ich hier rein? Muss ich hier lang? Wo muss ich denn jetzt lang? Wo finde ich denn meinen Stuff? Ich muss weitersuchen. Also, Menü derzeit nicht verfügbar. Okay, 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 ich verstehe. Hier lag ich. Das ist sozusagen eine alte Ruine. Hier ist nichts. Ja, das sehe ich auch. Gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Nee, ne? Da muss ich zur Tür. Wenigstens habe ich jetzt meine richtige Rüstung wieder. Ist das jetzt hautfarbenes Fell oder hat die, ist da jetzt wirklich Aussparung unter den Armen? Das habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Ich empfange eine Art Signal. Da, es muss der kaputte Fokus sein, den ich dem Mörder abgenommen habe. Er ist in der Nähe. Okay. Was kannst du mir zeigen? Stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Normalerweise müsste ich mit PlayStation-Controller üben. Den kann ich, glaube ich, auch mit PC verbinden. Dann hätte ich wenigstens die Steuerung drin. Aber ich bin an meinem Xbox-Controller so gewohnt. Schade, dass die Joy-Cons von der Switch sich nicht mit USB verbinden. Also sonst könnte man ein Programm mit Joy2K ein Programm machen. Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Also dafür, dass du so langsam läufst, ist dein Kind aber ganz schön am Wedel, Mädel. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Also ich glaube, die von 1&1 hätten mir gar kein mobiles Gerät dazukommen lassen müssen. Weil ich hier noch ein altes iPhone 4S rumfliegen habe. Das könnte ich ja theoretisch als Hotspot auch benutzen. Einfach nur eine Karte rein und feuerfrei. Was ist das hier?
Anstelle so ein Billigding von Huawei. Ich glaube, da waren Kammer, mir. In der die Urmutter. Ich weiß gar nicht, wie viel die mir in Rechnung stellen wollen dafür das Ding. Dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh! Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Das war die Frau, die ich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Tja, die müssen wir wieder herstellen. Bitte. Dann kommen wir hier weiter. Mutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Was hast du für einen Plan? Ich mag die Tessa. Die ist irgendwie... Du sagst, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Okay. Oh. Jetzt noch was einschenken. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Ich verstehe. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Ja, ist, glaube ich, besser so. Weil von den Urmüttern ist, glaube ich, nur die Tierse auf unserer Seite. Ist es getan? Ja. Sie die weiß. Jessa ist mittelmäßig, die andere mag uns die nicht. Die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen.
Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Der werden wir so das Maul stopfen später. Ich freue mich richtig drauf. Ich würde am liebsten eine Montage machen, so dass man im nächsten Part direkt sieht, wie die aufs Fressbrett kriegt. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Jessa ist vernünftig. Die Tessa ist auf unserer Seite, die ist super. Wir alle hoffen auf dich. Und die andere, deren Namen habe ich vergessen. Ich merke mir keine Arschlochnamen. Also generell habe ich es mit Namen. Aber in Games. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Das auch ist super. Außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Ich sollte jetzt gehen. Ich könnte jetzt ganz viele Fragen über Mörder zuerst und so einen Scheiß stellen, aber... musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Bist du dir da sicher? Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Dich auch, Tirsa. Du bist super. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben. Die Ausgestoßene, sie hat also überlebt. Ich bin jetzt eigentlich keine Ausgestoßene mehr. Normalerweise müsste ich das Zeichen so derbe sichtbar tragen. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Siehste? Die wissen, was los ist. Ich muss auf jeden Fall noch Materialien sammeln. Ich habe 2 Fähigkeitspunkte. Ja, was mache ich denn damit? Dafür brauche ich 2 Munitionsbauer. Derselben Menge mehr Munition. Ist eigentlich gar nicht verkehrt, ne? Mit schweren Maschinen schneller. Konzentration, das ist soweit okay. Ich muss sowieso fast alles machen. Zielballons habe ich noch nie wirklich benutzt. Sag ich ganz ehrlich. Leerische schlagen wahrscheinlich in Richtung Bauteil ab. Ist vielleicht... ja, das mache ich. Und das vielleicht zur Not, wenn ich mal irgendwann mal Platzmangel brauchen sollte und ich keinen Händler in der Nähe habe. Die sind vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wie viel Reinholz habe ich denn? 71. Ja, das ist die Frage. Ist gar nicht so übel. Das stimmt. Wollen wir mal gucken, was wir noch kriegen. Ich muss eigentlich zu einem Händler. So, kann ich schon irgendwas herstellen? Das ist schon fertig? Okay. Warte mal, Modifikationen, ne? Herstellen. Könnt eigentlich mal gucken. Keine Modifikation für das Outfit. Okay, ich habe den Fallenwerfer noch. Schockschaden. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich da den Schockschaden drauf mache, weil der macht sowieso Schockschaden.
keine Metallgefäße mehr. Ist aber ganz gut aktuell. Sie hat viele Leben gerettet. Ja. Der Stamm kann sich glücklich schätzen. Aloy! Aloy! Ja, es gibt ein paar Leute, die noch... Jetzt schrei doch mal nicht so rum, Tab. Ja, was geht denn? Aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tiersa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch, du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Bala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch, er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Ja, das stimmt. Das kriegst du nicht hin. Ich muss jetzt gehen, Tab. Die Urmutter sei mit dir. Tu dein Bestes. Tab ist super. Der ist lieb. So, ich werde mich vorbereiten, einfach nur, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Wir sind immer noch Nora. Aber wie lange noch? Die Verderbnis hat sich zu weit ausgebreitet. Du gehörst zu den Nora. Tu deine Pflicht und bitte darum, dass man sich nach deinem Tod an dich erinnert. Das wird man. Das wird man. So, Val, mach das Tor auf, du Arschloch. Setz den Bericht fort. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seit ich eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du? Sucherin? Sind Tiersa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Rash, komm jetzt. Ruhe! Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Gefällt mir nicht, was ich da höre. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Fuck. Der Dämon! Gib Alarm! Bei der Göttin, was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Fuck! Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch!
einen Dämon! Urmutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Fuck! Ich bin gerade ein bisschen dämlich. Ein bisschen Ruhe scannen. Schreiben wir mal schnell die. Probieren wir es aus. Fokus hat wahrscheinlich jetzt das Programm unterschrieben. Überschrieben. Das sollte halten. Und jetzt? Ich muss es nur noch testen. Können wir es auch machen. Super. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Ich hatte einen guten Lehrer. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Das stimmt. Ich muss mit Wahl sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Der ist lieb. Jo. Krieger, das Tor. So, ich will mal gucken, ob ich irgendwas herstellen kann, weil normalerweise Metallgefäße, ja, Metallgefäße werden knapp. Muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin. Jetzt räum mal nicht rum, du Arsch. Mehr kann ich nicht tragen. Was? Warum? PCI Überbrückung freigeschaltet. Ja. Ja. So, sieht aber ganz gut aus. Stufe 8 erreicht. 2 Fähigkeitspunkte. Stille Landung, unauffällig. Ja, das mache ich. Das verbraucht 2, ne? Jägerreflexe beim Zielen während des Springens. Yo. Das ist schon mal ganz gut. So, ich werde jetzt speichern. Finden und dieses Überbrückungsgerät testen. Warte mal, mit dem will ich nochmal sprechen. Was hast du denn? Ich hätte gerne einen Scharfschussbogen. Super. Der kommt. Nach da. Den lege ich nach da als Fähigkeitsbogen. Und oben kommt halt irgendwas anderes hin. Jetzt will ich nur mal gucken, ob ich den... Ich kann ihn noch nicht entfernen, ne? Schaden, ja, Schaden. Ich will Damage. Ich will mit dem Auerbo-Hauer machen. So, was kann ich denn... Gibt es noch irgendwas, was ich herstellen könnte?
auch nicht. Sieht ganz gut aus. Jetzt will ich mal gucken, was kann ich denn hier... 200 Metallscherben fehlen mir hier. Dann könnte ich mir nämlich eine neue, eine bessere Rüstung holen. Eis, Schockspule, Verderbnis. Brauche ich jetzt alles erstmal nicht. Wir haben zwar nicht viele davon, aber ich sage ganz ehrlich, brauche ich alles nicht. Habe ich denn genug? Ich brauche 2. Oh, oh. Nee, nee, kann ich mir noch nicht leisten. So, jetzt will ich nochmal speichern. Damit wir nochmal ganz kurz Pipi machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht Spaß, das Spiel. Auch wenn ich es jetzt schon mehrfach gespielt habe. Es ist einfach ein schönes Spiel. So, bis gleich.